Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2016, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Glabur. So, wir hören uns die Voicemail an, was unser Rennziel denn ist. Und wir kommen ja heute zum Rennen, ne? Voicemail. Okay, hier sind deine Rennziele, Roman, großer Preis von Bahrain. Schließe das Rennen auf Platz 11 oder besser ab. Besiege Roman Grosjean. Ziel für die Fahrermeisterschaft, 11. Platz oder besser. Alles klar. Ja, ich habe die Schwierigkeitsstufe erhöht und bin trotzdem auf Platz 4, glaube ich. Achso, und für die Leute, die die Qualifikation nicht geguckt haben, ich habe das Motor-Update gemacht, was wir im nächsten Rennen dann wahrscheinlich bekommen werden. So, Rangliste. Ich starte als 5. Ne, stimmt. Stimmt nicht. Keine Ahnung, Leute. Werden wir dann gleich sehen. Gehe zum Rennen. So, dann gucken wir uns jetzt die Strategie an. Ich will versuchen, nicht mit dem harten Reifen zu fahren. Ich hoffe, dass Gelb und Rot Pflicht ist. Und dann würde ich mich schon ziemlich freuen. Weil der Gelbe, der Weiße ist wirklich extrem langsam. Also ich bin da im Durchschnitt eine 37er, 38er im Training gefahren. Gut, jetzt mit mehr Übung würde ich auch sagen, ich überrede das mal, weil das ist echt leise. Ich habe es schon lauter gestellt, aber irgendwie wird das nicht lauter. Gut, mit meinem mehr Training würde ich sagen, ich würde auf eine 37er oder 36er mich einkalkulieren. Vielleicht 37er und wenn er abfällt, komme ich auf eine 38er. Und das ist echt extrem langsam. Dann nehme ich lieber einen Boxenstopp mehr und würde lieber mit Gelb und Rot fahren. Ich weiß jetzt, ich hätte das letzte Rennen doch beenden können, die letzten drei Runden. Weil er platzt bei 80%. Also ungefähr bei 80% ist der Reifen Schluss. Und dann platzt er. Hätte ich wahrscheinlich zu Ende fahren können, aber was sollen wir machen in dem Sinne? Ändern können wir es nicht. Ich hoffe, dass wir das alles einigermaßen gut hinbekommen. Und dass ich hier den Kommentator mal lauter bekomme. 5. Platz oder 4. Platz, was wir starten, bin ich wirklich mal gespannt. 4. oder 5. sind wir. 4. glaube ich. Ja, Vettel und Raikön erster. Ziemlich ungewohnt hier. Dann Nico Rosberg. Und dann kommen wir auf Platz 4. Lewis Hamilton ist noch weiter abgestanden. Also eigentlich wären wir 5. Absolut keine Ahnung, was hier die KI anstellt, wenn ich ganz ehrlich bin. So, wir gucken uns die Rennstrategie an. Und wir sollen Rennstrategie, Leute. Also zwei Boxenstopps 3. Es wäre 7, 9, 13, 10. Das finde ich schon eigentlich gar nicht schlecht. Ja, mit der Strategie 2 können wir wirklich Vollgas geben. Das andere ist Reifenmanagement und das ist wirklich nicht unbedingt mein Liebling in dem Sinne. Das muss man jetzt auch mal sagen. Benzinlast könnten wir zum Beispiel auch höher stellen, sehe ich gerade. Wir könnten zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt 32 Runden für mehr Dingens. Ich glaube, das machen wir. Wir nehmen etwas mehr Sprit mit. Dann könnte ich ein bisschen mehr powern, den ersten Sektor. Das finde ich gar nicht schlecht. Und wir nehmen die Rennstrategie. Und dann würde ich sagen, los geht's. Rennen starten. Einführungsrunde. Na, jetzt ist die Wassertemperatur wieder unten. Wir hatten ein bisschen zu viel Temperatur im Wasser. Thank you.
Warum wird denn der Motor jetzt so heiß? Ich gebe nicht mal richtig Gas und wir haben 94 Grad. Also das ist jetzt aber schon hardcore. Müssen wir ein bisschen die Temperatur vom Motor runterkriegen. Ja, Rosberg, gib mal ein bisschen Gas, dass wir hier die Reifen warm kriegen in dem Sektor. Ein bisschen früher geschaltet, dass wir jetzt hier wirklich mal Temperatur des Motors runterkriegen. Oh, Entschuldigung. Okay, Max Verstappen fährt schon mit Super Soft. Mit Soft. Oh, Scheiße. Okay, wir fahren zweimal Super Soft, dann gelb, dann weiß. Okay, abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Okay, Leute. Ja, ja, wir achten. Alle fahren noch auf Position. Wir hatten so schon extrem hohe Temperatur im Auto. Mann. Okay, los geht's. Komm, 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 komm. Volle Drehzahlen. Volle Drehzahlen. Komm, 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 beschleunige doch. Und ausgebremst. Wenn sich drei streiten, freut sich der vierte. Und nicht vergessen, Leute, wir haben so viel Sprit an Bord. Wir sind etwas schwerer wie andere. Und Gas. Und wie gesagt, wir haben eine Strategie, wo wir wirklich pushen müssen. Eigentlich will ich die Temperaturen vom Motor sehen. 97 Grad, also die Temperatur steigt gerade ins Extreme. Bisschen früher geschaltet in Achten, um einfach die Temperatur wirklich ein bisschen in den Keller zu bekommen. Wir fahren echt gerade einen mega Vorsprung raus. So, normale Drehzahlen. Wann sollten wir rein? Jetzt haben wir gerade Zeit zu gucken. Vierte bis siebte Runde, okay.
Ich muss auf jeden Fall beim nächsten Mal noch höher stellen. Die KI. Das kann ja nicht sein. Ach, ich habe ja gar kein DS. Wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Nein, wir werden die aktuelle... Oh, scheiße, das war der falsche Knopf. Nein, ich will alles... Und es nervt mich auch gerade. Ich hätte gar nicht drücken müssen, weil das verschwindet auch nach einer Zeit. Die Strategie fand ich ziemlich gut. Weil wenn ihr euch anguckt... Vierte bis siebte Runde und Reifen liegt ja bei 45%. Das ist alles super, Leute. Fünfte Runde könnten wir reingehen. Eine Runde später... Also zwischen 4 und 7 ist ja das Fenster. Nur ich muss pushen. Raikön fährt auch auf super soft, auf soft. Na, die werden alle viel, viel länger draußen bleiben wie wir. Wenn wir dann gleich rausgehen mit dem anderen, dann gebe ich wieder gleich alles, was geht, weil wir haben 1,7 Runden noch über. Wir haben 57%. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt noch eine fahre und dann raus, dann rein in die Box. Aber Raikön kommt natürlich jetzt mit mega Schritten ran. Ich würde gerne noch eine fahren. Eine fahren wir noch. Eine geht noch. Kriege ich schon so langsam Probleme beim Rausbeschleunigen. Also, dass er wirklich... Aber so haben wir den Reifen dann wirklich... ausgelutscht und wir haben eine Runde... haben wir mehr Zeit auf den anderen roten. Vettel. Oh. Blockiert die anderen ganz schön. Das ist sehr gut. Da unten ist die Karawane. Der einzige, der wirklich mithalten kann, ist Raikön. Nein, ich will jetzt gar nichts. Geh mir jetzt nicht mehr auf den Sack, bitte. Geht
Noch rein in die Box. Rein. Boxenstopp. Volle Drehzahlen. Und dann alles aus dem roten Reifen wieder rausholen. Elfter, 13, 15, sind sogar ein paar drinne. So, volle Drehzahlen. Wieso kriege ich kein DRS? Weil ich am Messpunkt wieder zu weit weg war. Magnussen werde ich jetzt auch ausbremsen. Da haben wir Wehrlein. Und der ist es weg. Mein DRS ist im Arsch. Gerade jetzt beim Aufholen. Mann, 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 was ist denn das immer? Sprit haben wir genug. Ich muss jetzt pushen, Leute. Ich muss, weil wir machen einen Boxenstopp mehr. Und ich muss jetzt nach vorne kommen. Immer noch kein DRS wieder. Mein Gott. Das ging mir auf den Sack. Ah, was für ein Manöver. Ah, ich muss die Position zurückgeben. Klasse. Klasse, Ingo. Klasse, 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 klasse. 10. bis 13. Runde. Fuck. Fuck, Leute, echt. So, jetzt haben wir sie aber. Position 4 hinter Raikön. Jetzt ist er auch noch an uns vorbeigegangen. Meine Strategie geht nicht auf. Weil ich abbremsen musste. Mann!
Ich bin gespannt, wann sie das DRS reparieren. Ist jetzt auf jeden Fall die letzte Runde mit Vollgas. Start und Ziel knalle ich noch mit volle Drehzahl und dann stelle ich zurück. Gib mir doch DRS, Mann! Nein, ich will keine. So, normal. So, jetzt fahren wir einfach durch. Wenn ich jetzt reingehen würde, was würden wir dann am Platz verlieren? 16. Und Gas. Ja, wir sind jetzt in Runde 10. Was machen meine Reifen? Wir können noch eine Runde draußen bleiben. Also dann geht ruhig noch eine zwischen 10 und 13. Also umso länger ich draußen bleibe, Leute, umso einen größeren Vorteil haben wir später. Weil umso später muss ich auf die weißen Reifen. Und wie ich ja halt gesagt habe, das sind die Reifen, die ich... wo man wirklich den absoluten Zeitverlust durch hat. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja, und für die Leute, die sie wissen, ich fahre auch nicht privat oder so und übe, sondern das ist wirklich, ich spiele nur, wenn ich auch aufnehme. Vom Gefühl her sind sie fertig, aber... Nein, wir fahren eine später. 14. Button hat Medium-Reifen drauf. Raikön hat ihn überholt. Aber Button ist Dritter. Aber der war wahrscheinlich noch keinmal an der Box. Ich gebe jetzt nochmal volle Drehzahlen. Um, weil wir ja gleich in die Box fahren, nochmal ein bisschen pushen. Bringt uns zwar nur was auf der Geraden, aber... oder auch beim Rausbeschleunigen besser gesagt. Aber jetzt nochmal das Limit des Autos wirklich rausholen. Und des Reifens natürlich. Und wie gesagt, die Leute, die Kommentare schreiben oder so, ich nehme immer mittwochs auf.
fürs Wochenende dann. Also bis dahin kann ich auf die Kommentare eingehen. Ich habe schwerer gestellt. Anscheinend reicht es immer noch. Ich muss noch einen höher stellen. Und dann werden wir wahrscheinlich das optimale Einstellung wirklich erreichen. Wo ich jetzt schon sagen muss, es ist jetzt schon hammerhart. Ich glaube nicht, dass wir als Vierter ins Ziel kommen. Mal wieder auf Standarddrehzahlen. Rein in eine Box. Nächsten weichen. Ne, jetzt holen wir gelb. Jetzt kriegen wir gelb. Bis jetzt liegen wir volle Pulle in. In der Strategie. Boxstopp war ziemlich langsam. Oh. Das war mein Fehler. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was haben wir jetzt nochmal an Sprit. Ja, wir lassen diese Runde nochmal voll aufdrehen. Das war scheiße gefahren. Oh, wir haben wieder DRS. Das freut mich ja. Innen rein. Innen bleiben, dem Bottas Luft lassen, jawohl. Lupfen. Wir haben derzeit Benzin überschüssig und eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Da habe ich selbst verschissen gerade. Danke Bottas fürs Platz machen. Die Gerade nehmen wir jetzt auch mit vollen Drehzahlen. Und wir bekommen nochmal DRS. Das ist ein mega großer Vorteil. Jetzt Standarddrehzahlen. Button ist sogar vor uns geblieben. So, 19 oder 23. Wie gesagt, auf super soft geht das Auto wie Sau. Auf soft ist es schon. Und auf gleich auf dem weißen ist. Also in dem Sinne, das Auto ist stark in der Qualifikation. Aber im Rennen, glaube ich, haben wir dann immer Probleme. Deswegen bin ich noch nicht so ganz der Meinung, ob man es wirklich schlau ist. Noch schwerer einzustellen, weil jetzt würden wir so auf die Platzierungen langfahren, wo wir auch wirklich hingehören. Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Ein paar Informationen zu Bottas. Ich muss an Button rankommen in den Windschatten. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden. Wie gesagt, der McLaren ist auch besser entwickelt wie unserer. Das müssen wir jetzt auch mal dazu sagen.
darf auf jeden Fall nicht mehr die Drehzahlen hochdrehen. Nicht, dass wir nachher keinen Sprit mehr haben und auf Mager umstellen müssen. Aber wir kommen ran am Button. Oh, da war ich ein bisschen ruppelig. Jawohl, der S. Jetzt können wir uns auch mal ranziehen an ihn. Oh, 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 komm, beschleunige. Zehnter. Ein Platz besser wie angestrebt, aber wir müssen noch einmal rein. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und jetzt hängt Button uns wirklich hinten drinne. Absolut geiles Rennen bis jetzt. Also, wir erst vorne weggefahren sind, jetzt sind wir im Mittelfeld in dem Sinne. Button darf aufmachen, das könnte jetzt wirklich eng werden. Sainz kommen wir auch gut ran. Na, ich glaube, nächste Runde haben wir DRS von ihm. Ja, nächste Runde. Ne, diese Runde noch. Fliegen ist angesagt. Schaffen wir noch nicht. Uns mal ganz kurz gezeigt. Bei Sainz mal ganz kurz Hallo gesagt. Ich wollte mir die Reifen angucken. Wir haben 36. Okay, das ist, wird haarig. 19 bis 23 Runden. 19. bis 23. Runde habe ich Zeit. Und wir haben ihn. Neunter. Na, ich glaube aber, dass der Sainz Reifenprobleme hatte. Also so gut, wie wir da gerade dran vorbeigekommen sind, war ich etwas erstaunt. Oh. Nächsten anvisieren und ab geht die Post. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Okay. Button geht rein in die Box. Oh, Scheiße. Wieder zu ruppig über die Curbs. Grosjean liegt vor uns. Button. Ah, Sainz war in der Box. Button ist hinter uns. Ich wollte gerade sagen, wenn Button reingegangen wäre, wäre ja auch dumm gewesen, weil Button ist mit uns, ist eine Runde nach uns in die Box gegangen. Oh, da habe ich gerade aber
Grip-Probleme gehabt. Oh, 51% waren die Reifen. Na, ja, aber 51. Sprit sieht auch okay aus. Hamilton ist jetzt hinter uns. Aber gut, die waren jetzt schon das letzte Mal in der Box. Wir fahren ja erst noch. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Ist jetzt der härteste Reifen, den Hamilton drauf hat, den wir uns gleich auch noch holen. Okay, an Grosjean kommen wir gut ran. Ich hoffe nur nicht, dass der auf derselben Strategie ist wie wir und dass der uns gleich den Boxenstopp versaut. Hamilton ist verdammt schnell auf dem Reifen. Okay, Grosjean ist schon drin. Ja, Hamilton werden wir jetzt wahrscheinlich nicht aufhalten können. Hamilton, gib jetzt Gas! Okay, komm, wir gehen jetzt das Risiko ein. Volle Drehzahlen. Ich gucke jetzt nicht auf den Sprit. Scheißegal. Eigentlich macht man das so, dass man beim Rausfahren, also wenn man reinfährt in die Box, die Runde gibt man nochmal alles und bei der Rausfahrt. Wir kriegen kein DRS. Okay. Aber ist nicht schlimm, wir versuchen jetzt hier wirklich nochmal aus dem Reifen alles rauszuketzeln. Naja, ich komme. Sprit sieht gut aus. Wir ziehen eine alternative Strategie. Nein! Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Geh mir nicht auf den Sack, zieh mir jetzt die harten Reifen drauf und in den letzten 9 Runden dann sind wir durch. So, raus, 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 komm. Achter, Neunter. Und Gas. Grosjean kommt. So, Standarddrehzahlen. Mehr Sprit können wir nicht verbrennen.
Warum kriege ich dann wieder kein DRS? Das waren doch niemals 1,4 Sekunden Abstand. Oder eine Sekunde. Zu wenig Information bekommt man zum Vordermann. Wenn ich Glück habe, weil wir jetzt noch 9 Runden haben, wird der Reifen von meinem Teamkollegen platt gehen und wir werden so wenigstens 9. Und da muss man sagen, dann sind die Einstellungen schon okay so. Falscher Winkel reingefahren, wieder Zeit verloren. Okay, zu Sainz haben wir 6,8 Sekunden, das ist okay. Wieder kein DRS, Kacke! Werde auf jeden Fall schneller. Und so kommen wir an ihn ran. Und da vorne kommt der Nächste. Wirklich absolutes Limit fahren, dass ich ans DRS-Fenster eigentlich komme, was ich jetzt bin. So, und gib ihm Saures. Mit einem härteren Reifen an meinem Teamkollegen vorbei. Oh, er pusht jetzt aber. Jetzt will er es wissen hier. Nee, du fährst mir hinten rein, du. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Das wäre Perez. Hat auch schon den harten Reifen drauf. Zu früh Gas gegeben. 17%. Es geht, es könnte gut gehen. Oh, wie er kommt! Grosjean, du blöder Idiot, Alter. Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Halte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Scheiße, jetzt haben wir Safety Car. Kann Gas geben. Da oben ist die Delta-Zeit. Können wir nämlich gerne nochmal Sprit sparen. Ja, was fährt er mir auch in der Karre? Er probiert innen rein. Kann man mir auch die Schuld zuschieben, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich hätte Platz lassen können. So, auf Mager stellen.
Einfach um wirklich Sprit in die Karre zu bekommen. Sind nicht mal dran am Safety Car. Weil der Hülkenberg hier schleicht. Kimi Räikkönen wurde disqualifiziert. Oh, wo kommen wir ja noch einen Platz nach vorne. Ein bisschen früher schalten, noch mehr Sprit zu sparen. Oh, da sind wir am Safety Car dran. Müsste normalerweise, wenn das Spiel regulär wäre, den Hülkenberg vorbeilassen, dass die Überrundeten weg sind. Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Ja, ein bisschen Temperatur in den Reifen kriegen. Ja, was ist jetzt? Geschwindigkeit halten. Ja, was ist jetzt mit Hülkenberg? Darf der jetzt überholen oder nicht? Da fahren wir jetzt das Safety Car so zu Ende. Dann würde ich natürlich kotzen. Ich hätte natürlich auch reingehen können. Ich mache schon mal die Spritanzeige auf. Was haben wir jetzt an Sprit über? Ja, fast eine Runde, Leute. Das ist richtig gut. Okay, Safety Car geht rein. Volle Drehzahlen. Komm, Baby! Zieh! Ja, komm! Ah. Ich war's nicht. Meine Bremsen haben überhaupt nicht gebremst. Okay, wir haben eine Verwarnung gekriegt. Meine Bremsen sind völlig... Ja, jetzt wird es wohl so langsam wieder gehen. Nein, ich fahre jetzt so durch. Ich gehe doch jetzt nicht schon wieder in der Box. Und versaue mir meine Platzierungen. Das muss man aber auch sagen, wir haben wirklich nur so eine Top-Platzierung durch Safety Car. Haben noch genug Sprit. Ein bisschen können wir noch. Mit volle Drehzahlen. Aber wie jetzt auf einmal der Bremsweg so viel kürzer ist,
Wir hätten beim Safety Car so aufpassen müssen, dass wir wirklich viel mehr Bremstemperatur haben. Nein, jetzt gehen wir noch nicht mehr auf den Pist, aber noch nicht mehr hier drei Runden Verschluss wieder. Versuche jetzt nur den Verstappen hinter mir zu halten. Was ich glaube nicht funktionieren wird. Also ich gehe davon aus, wir werden Sechster werden. Dahinter kommen ja gleich die Nächsten. Also das wird wirklich hardcore jetzt noch. Aber so passt es. Also Rennleistung passt. Ja! Komm! Was war das denn? Warte, wir spulen mal zurück. Und gucken uns das nochmal an, was der gemacht hat. Das würde mich jetzt gerne mal interessieren. Der quetscht sich da rein. Und dann schubst er mich. So ein Idiot, Alter. Jetzt bleibe ich hier. Standarddrehzahlen habe ich gemacht. Nochmal ganz kurz auf den Sprit achten. Na, ja, sieht okay aus. Ich könnte nochmal eine halbe Runde Vollgas machen. Vielleicht auf der nächsten Geraden. Um Max Verstappen zurückzudrängen. Aber man sieht eigentlich, also wenn ich jetzt mich hier nicht so... wenn ich mich jetzt hier nicht so breit machen würde, ja, wäre ich schon wirklich gearscht. Jetzt drehen wir mal die Motormanagement wieder hoch, dass wir uns hier auf der Geraden wehren können. Drehzahlen wieder zurück, bremsen. Durch einen Fahrfehler den Platz verloren. Wir werden wahrscheinlich noch weiter durchgereicht. Ja, es sollten wir bekommen. Können wir uns wenigstens gegen Perez wehren. Na, Standarddrehzahlen wieder. Und wieder zurückgeschlagen. Hamilton ist jetzt Erster. Was hat der gemacht, Alter? Da siehst du mal, was der noch für Leistung daraus geholt hat aus seiner Karre. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass das Spiel ein bisschen einen Bug hat. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, werden sie alle an mir vorbeigehen. Auf der nächsten Geraden. Wieder Standard.
So, letzte Runde, Leute. Wieder volle Drehzahlen. Und wir kriegen wieder das DRS, wo wir uns dann wehren können gegen Verstappen. Alter, ich bin so hebelig, Leute. Ich schwitze. Guckt euch das mal an, was ich hinter mir für eine Kolonne herziehe. Das mit dem Sprit funktioniert auf jeden Fall so. Noch wieder volle Drehzahlen. Halt den Mund und geh mir nicht auf den Sack jetzt. Und volle Drehzahlen wieder. Verstappen, du bist ein Idiot, Mann. Du hättest mich längst schnapp ziehen können, aber schaffst du nicht. Weil ich der Glabonator bin. Buh, 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 buh. Ah, Leute. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Was für ein Rennen. Geil gewesen. Sorry Leute, aber es war geil. Für mich war es geil. Ich finde die Schwierigkeitsstufe richtig. Für Quali ist es ein bisschen doof. Aber im Rennen ist es einfach geil, Leute. Jetzt ganz ehrlich. Und wenn kein Safety Car gewesen wäre, wäre ich 9. oder 10. gewesen. Muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Safety Car wegen mir, ne? Weil ich Gutierrez eine geknallt habe. Da ging Silber uneinholbar, nicht mal Hamilton auf 1 gewesen. Ja. Da hat Mercedes gezeigt, was sie können. Möchte auch mal stehen. Wenn wir irgendwann in der Karriere schaffen. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Lewis Hamilton. Ja. Weißt du, das war einfach ein Rennen, was man sich von einem vielfachen Weltmeister erwartet. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursklasse. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen sie nicht. Stop-and-Go-Strafe. Pascal Wehrlein. Strafen Achtung habe ich bekommen. Achtung, Achtung. Max Verstappen, Kollision mit Glabur verursacht. Das steht da sogar drinne. Nico Hülkenberg, Kollision mit Alonso. Gelbe Flagge ignoriert. Kimi Räikkönen. Durchgefahren, durchfahren, durchfahren, durchfahren. Du fällst zu weit zurück. Mhm. Ja. Für mich sieht das alles gut aus. Zurück, zurück. Weiter, Leute. Ja, wir sind jetzt Fahrerrangliste 5. Konstrukteur ist Haas 4. Ja, passt schon in dem Sinne. Also ich bin mega zufrieden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das Rennen hat mir mega viel Spaß gemacht. Wieder eine Stunde wirklich absolut am Limit und Reifen ausgequetscht zum Schluss. Trotz, dass wir immer wieder eine Runde später reingefahren sind, hat es nachher wieder nicht gereicht, ne? Aber egal. Und alle haben einen weniger gestoppt wie wir. Also daran sieht man einfach, dass wir wirklich extreme Probleme dadurch dann haben.
28 Punkte nur. Achso, 30 ist das Maximum, wenn man ein Podium holt, okay? So, hier hatten wir auch wieder ein paar Points bekommen. Bleibt mindestens 4 Tage über das Ziel, bla bla bla. Das haben wir erreicht. Training Season 3500. Wofür sind eigentlich diese Punkte? Ist das dafür da? Saison insgesamt 21.000 Karrierepunkte, okay. Wochenende insgesamt 9.700. Okay, Leute. Damit sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Formel 1 2016 aus dem Bahrain. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Mega geil gewesen. Es war amüsant. Ich bin erst vorne gewesen, dann wieder etwas weiter hinten, dann wieder im Mittelfeld. Also vom Mittelfeld dann wieder ein bisschen weiter vorne. Also absolut durcheinanderes Rennen. Absolut gut gewesen. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. Lasst es mich irgendwie wissen. Bis morgen. Legt euch hin. Ciao, Willowie.